Kurzer Disclaimer vorab. Ich habe während der Aufnahme mein Greenscreen nicht richtig stehen gehabt, so wie ihr es jetzt seht. Das ist mir sogar erst im Schnitt aufgefallen. Deswegen seht das nach, wenn das Hintergrundbild ein bisschen komisch aussieht. Das wird zukünftig nicht mehr passieren, weil ich mir zum Geburtstag von meiner Liebsten einen fest montierbaren Greenscreen gewünscht habe. Und ja, aber da muss ich bis zum Geburtstag mit warten. Also viel Spaß mit dem Video. Moin, moin, liebe Steam Deck-Freunde da draußen. Ich bin's wieder, euer Fabian. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und der Hype-Train ist angelaufen. Hup, hup. In knapp 2 Wochen kommt das Asus ROG Ally auf den Markt am 13. Juni. Und heute widmen wir uns mal der Frage, wie wir mit diesem Gerät auf diesem Kanal umgehen. Aber mehr nach dem Intro. Ja, wer sich erinnert, am 11. Mai war ja der große Asus Livestream zum ROG Ally, das ich zusammen mit Bio hier auch kommentiert habe. Und an dem Tag habe ich mir auch das Asus ROG Ally vorbestellt. Ich hatte zwar Asus auch um ein Testgerät gebeten, sie haben auch prompt geantwortet, dass sie mich mit auf die Liste packen. Aber wenn ich jetzt mich auf YouTube umschaue, viele, viele Redaktionen und größere YouTuber schauen sich das Gerät ja schon an, beziehungsweise haben es sich schon angeschaut. Und ich kann natürlich davon ausgehen, dass ich ganz unten in der Nahrungskette stehe. Was ja auch nicht weiter schlimm ist, weil nicht jeder, der ein Gerät erfragt, wird ja automatisch eins bekommen. Sie schauen natürlich dementsprechend schon nach der Reichweite oder der Abonnenten der jeweiligen YouTuber. Da bin ich Asus auf keinen Fall böse. Und ich bin da jetzt ein bisschen Zwiespalt mit mir, liebe Community. Und da seid ihr jetzt gefragt. Was meint ihr? Soll ich mir das Asus ROG Ally kaufen? Es sind 799 Euro. Es ist eine Menge Geld. Wer sagt, 800 Euro ist nicht viel Geld, der hat den Bezug zu der heutigen Realität verloren, meines Erachtens. Deswegen ist die Frage, soll ich mir das Gerät anschaffen? Soll ich es mir anschauen? Hier auf einem Steam Deck Kanal. Das Steam Deck wird natürlich immer hier im Fokus stehen, weil das Steam Deck ist aufgrund seiner Art und Weise für mich ein super interessantes Gerät und wird es auch mal bleiben. Denn sie forcieren Linux im Gaming-Bereich. Sie haben großartigen Support, was Updates angeht. Und das Gerät ist preislich absolut attraktiv. Insbesondere auch immer noch zum Asus ROG Ally. Und ich bin da immer noch mit mir ein bisschen in Zwiespalt. Ihr müsst euch vorstellen, auf der einen Schulter sitzt so ein kleiner Nerd, der Technik verliebt ist, sich neueste Technik unbedingt anschauen will, gerade im Gaming-Bereich. Und auf der anderen Seite sitzt natürlich der Realist, der sagt, naja, 800 Euro für so eine Kiste ist schon eine Menge Holz. Du hast doch das Steam Deck, sei damit zufrieden. Und da müsst ihr mir helfen. Was meint ihr? Soll ich mir das Asus ROG Ally anschauen? Darf ich es mir überhaupt anschauen hier? Oder sagt ihr, nee, nichts Steam Deck Fremdes, du bist der Steam Deck Checker. Schau dir bitte nur das Steam Deck auf deinem Kanal an. Momentan ist meine Denkweise, wie gesagt, noch zwiegespalten, aber ich denke, man sollte den Asus ROG Ally eine Chance geben. Wenigstens es mit Steam Deck zu vergleichen und zu schauen, welche Vor- und Nachteile hat das gegenüber dem Steam Deck. Und man muss natürlich bedenken, je mehr das auch vertreten oder auf dem Markt verfügbar ist, das Asus ROG Ally, desto mehr wird es vielleicht auch noch mehr an Tools und Verbesserungen aus der Community geben. Insbesondere oder trotz Windows 11 auf dem Gerät, das wird sich herausstellen. Und natürlich stellt sich auch die Frage, kriegen wir irgendwie von der Community aus SteamOS auf das Gerät drauf ohne Probleme? Das sind so Fragen, die würde ich gerne in Angriff nehmen. Also schreibt mir das mal alles in die Kommentare, euer Denken oder auch wenn ich es mir hole. Was wollt ihr über das Asus ROG Ally im Detail wissen? Lasst euren Gedanken freien Lauf, haut in die Tasten. Welche Spiele soll ich mir anschauen? Welche Spiele soll ich vielleicht mit dem Steam Deck mal vergleichen? Und. Also wenn ich es mir hole, wie gesagt, ich bekomme es dann auch genauso wie jeder andere, der es vorgestellt hat. Am 13. Juni, vielleicht erst am 14. Juni, wenn die Post nicht mitspielt. Und dann ist auch meine Überlegung, dass ich dementsprechend Videos zu dem Thema ein bisschen granularer mache, um dann relativ aktuell zu euch ein bisschen Feedback zu geben zum Gerät. Zum Beispiel, ich mache dann erstmal ein kurzes Unboxing-Video. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wie wertig ist es? Wie fühlt es sich an? Vielleicht schon in Verbindung mit einem Einrichtungsvideo, das ansonsten separat. Und, dass ich euch so ein bisschen tagesaktuell was gebe und dann zum Abschluss vielleicht etwas leicht zusammengeschnitten aus dem vorherigen Material und noch an den richtigen Stellen ergänzt. Ein großes Review-Video nach einer Woche oder zwei, je nachdem. Also, wie gesagt, Asus ROG Ally auf diesem Kanal, ja, nein, lasst es mich wissen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck.